Servus zusammen, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22, neue Mini-Brunnen, die Alpenmap, und wir stehen auf unserem Grasfeld, auf unserem Ackergrasfeld, das ich abgeerntet habe. Und da kommt jetzt auch schon meine erste Frage an euch, dürft ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Also, bis jetzt habe ich diese Felder immer wieder gepflügt bzw. neu angesät, aber ich bin der Meinung, Ackergras müsste nachwachsen, auch wenn hier steht abgeerntet. Also ich habe gelesen, es wächst eigentlich nach. Deswegen werde ich jetzt auch auf dem Feld hier nichts machen und wir lassen uns mal überraschen. Es ist sowieso nur ein kleines Feld. Das tut uns nicht weh und wir werden das mal beobachten, ob denn nun wirklich Ackergras nachwächst. Auf jeden Fall müssen wir es düngen und das werden wir gleich auch machen mit Gülle. Jetzt bin ich euch aber auch noch schuldig, was denn eigentlich der Ertrag aus unserer Häckselaktion ist. Mit dem John Deere fahren wir jetzt zum Fermentersilo, werden das Ganze wegbringen und ihr seht es, knapp 10.000 Liter haben wir hier von dem Feld runtergeholt an Ackergras und ich bin mir nicht ganz sicher, ob sich das jetzt wirklich gerechnet oder gelohnt hat, denn wenn wir natürlich das Ackergras ganz normal ernten mit dem Drescher und wir noch zusätzlich Heu bekommen, ja, ich glaube, da sind wir dann doch etwas glücklicher dran. Aber nichtsdestoweniger haben wir es jetzt mal angetestet. Den Jaguar habe ich bereits weggebracht, den habe ich schon aufgeräumt. Genauso wie auch die anderen Traktoren, die hier noch rumstanden. Wir werden diesen Monat nicht noch weiter Unkraut bekämpfen. Das machen wir dann erst im nächsten Monat bzw. übernächsten Monat. Denn wir haben ja unser Getreide und dann unser Gerstenfeld. Die müssen nämlich auch noch bearbeitet werden. Aber jetzt bringen wir erstmal das Ganze hier zum Silo. So, jetzt muss ich mal schauen, haben wir da, ah doch, es müsste gehen, oder Abkippseite nach links, hervorragend, das passt, denn wir benutzen das Gespann ja auch schließlich, um unsere Silage in unsere BGA zu bringen. Außerdem, apropos Silage in die BGA, was haben wir denn da? Ah, ich glaube, wir müssen ein bisschen weiter runter, hier. 59.000, okay, diesen Monat, denke ich, werden wir nichts mehr tun, aber wir haben jede Menge Material. So, in dem hinteren habe ich auch noch ein kleines bisschen. Nicht viel. Okay, so, jetzt bringen wir das Ganze mal hier wieder weg. Und ich denke, wir fahren diesmal hier rum. Denn ich möchte noch Milch wegbringen. Wir haben jede Menge Milch. Unsere Kühe haben jede Menge Milch gegeben. Das bringen wir in die Molkerei. So. So müsste es passen, oder? Ja, hervorragend. Und dann fahren wir mit dem Glas hoch, mit dem Xerion und dem großen Güllefass und werden da auf jeden Fall mal anfangen, oben unser Feld zu düngen. Aber zuvor glaube ich erstmal das Feld hier unten, das Ackergrasfeld, damit da alles wieder im grünen Bereich ist. Und dann haben wir auch da oben viel zu tun, was unsere Tierchen angehen. So, ich glaube, wir müssen da hinten öffnen. Dann können wir erst Milch einladen. Wunderbärchenklärchen, ab geht die Post. Und zur Molkerei, 18.000 Liter. So, da haben wir das Schneidwerk von unserem Jaguar, von dem großen Häcksler. Das müssen wir auch mal bei Gelegenheit wegräumen. So, dann fahren wir hier rechts rum. Ja, der John Deere, der wird jetzt hier auch häufiger eingesetzt. Mit seinen 300 PS. So, da bin ich ja auch billig dran gekommen und ich sehe gerade von der Wartung her, kann das sein, dass es der Anhänger ist, weil eigentlich müssten wir den Johnny doch schon repariert haben. Ich glaube, das ist der Anhänger, aber ich kann mir das fast nicht vorstellen, denn das bisschen Milch, was wir bisher weggebracht haben, kann doch nicht sein, dass tatsächlich jetzt der Anhänger in die Wartung muss. Wir werden es sehen, wenn wir zurück auf dem Hof sind, dann werden wir auf jeden Fall kurz in der Werkstatt vorbeifahren und uns um die Gerätschaften kümmern, denn eigentlich sollte man das immer Anfang des Jahres, Anfang der Saison machen, gucken, dass die Geräte, die Maschinen alle hervorragend gewartet sind. So, die Milch wird abgeladen, wir gehen mal kurz, ach, ich glaube, ich muss hier hoch. Dann schauen wir mal, was hier Sache ist. Boah, was ist denn los? Jetzt haben wir es. Milch 62.000, Zucker ist auch genügend da und vor allen Dingen Wasser. Wasser brauchen wir, für was brauchen wir eigentlich das Wasser?
Ach stimmt, für den Sojadrink, für den Haferdrink. Und die wollen wir, das wollen wir ja auch noch irgendwann mal bei Gelegenheit machen. Sehr schön. Also da müssen wir uns nicht mehr groß drum kümmern. Da ist jede Menge Material da. Also Milch ist nicht das Problem. Und das Ganze wird ja dann automatisch in unser Logistikzentrum gebracht. So, dann fahren wir wieder hier runter. Bringen den Anhänger weg. Aber zuvor erstmal schauen, was hier eigentlich Sache ist. Da fahren wir dann von hinten in unseren Hof und dann zur Werkstatt. Sudele. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das wirklich der Johnny ist. Also theoretisch müsste es eigentlich der Johnny sein, aber ich war der Meinung, den hätten wir repariert. Ja, guck's dir an, es ist doch der Anhänger. So, aber wenn wir schon hier sind, dann machen wir das auch gleich. So, jetzt passt wieder, oder? Jo, hervorragend. Ist alles angeschlossen? Jo, dann können wir rum. Dann bringen wir den Anhänger erstmal wieder weg. Ja, aber dann müssen wir hier einmal wieder ums Karree. Auch hier haben wir ja Ackergras auf dem Feld. Das ist schon im Wachsen. Und dann bin ich wirklich mal gespannt, ob jetzt Ackergras nachwächst oder nicht. Also rein theoretisch habe ich mir immer die Frage gestellt, müsste es doch nachwachsen, oder? So, den lassen wir hier. Den Johnny, den stellen wir jetzt erstmal weg. Ich glaube, zu den anderen zwei Schleppern, da sieht es dann richtig cool aus. Unser kleiner Schlepperpark. Sudele. Ja, hervorragend. Ne? Das passt so. Dann mal rüber. Aber ich habe noch vor, ich wollte eigentlich noch die Eier wegbringen. So, Honig ist noch nicht so weit. So, die Hühner habe ich auch schon wieder gefüttert mit Ackergras. Das ist ja auch so der kleine Nebeneffekt, dass wir auch die Hühner mit Ackergras und nicht mit wertvollem Getreide füttern müssen. So, Dele. Einmal hoch und einmal absetzen. Und dann fahren wir ins Logistikzentrum, bringen die Eier weg. Hä? Ach du Schande, jetzt hat er die hier eingelagert. Ach stimmt, das ist auch ein Palettenlager, gell? Ah, warte mal, warte. Warum nimmt er eigentlich jetzt die Palette nicht? Okay. Jetzt würde mich interessieren, wenn ich die zwei wieder raushole, stapelt er die dann aufeinander. Das wäre ja eigentlich herzallerliebst. Eier? Augenblick mal. Ach du Schande, der hat jetzt zweimal Eier hier gemacht. Okay. Wo sind sie denn? Da, okay. Und nochmal Eier. Huch. Ja, schade. Der schabelt sie natürlich leider nicht aufeinander. Ja, okay, auf jeden Fall haben wir es dann nicht weit. Dann können wir die Eier eigentlich auch da rein. Aber ich will die jetzt ins Logistikzentrum bringen. Schon allein deswegen, weil dann können wir sie auch wieder verkaufen. Relativ zügig. Na, komm, ab. Aber gut zu wissen, dass wir hier wegen vorsichtig vorbeifahren müssen. So, auf dem Hof gibt es immer was zu tun, denn auch um die Schweinchen müssten wir uns kümmern. Und oben der Kuhstall an unserer Alpenwiese, auch da, wieso zeigt er mir jetzt eigentlich nur 1400 an?
Und auch da müssen wir uns ein bisschen um unsere Kühe kümmern. Wasser fehlt dort. Das müsste hier auch aufgenommen werden. So. Und da springen sie wieder. Wunderbärchenklärchen. Jo, sehr schön. Wer denn eingelagert? Was haben wir denn überhaupt im Lager? So, wir haben Salat. Wir haben jetzt Eier, Honig. Dann haben wir jede Menge Butter, Käse, Schokolade. Alles Dinge, die, glaube ich, im Winter gehen. Sonnenblumenöl, Stoff. Ja, natürlich. Da haben wir auch jede Menge Wolle wieder zur Schneiderei bzw. Spinnerei gebracht. Und Zucker verarbeiteter. Gut, sehr schön. Ja, da haben wir doch jede Menge Zeug, das wir dann bei Gelegenheit wieder verkaufen können. Aber hier ist es auf jeden Fall gut aufgehoben im Logistikzentrum. So, dann holen wir uns jetzt hier den Kollegen. Deswegen bleiben wir auch jetzt gerade mal mit dem Stapelgabler hier stehen. Den können wir hier herstellen. Ich habe die beiden Jaguars jetzt auch hier hingestellt. Ich glaube, da sind die auch Motor aus. Auch nicht verkehrt. So, ups. Motor an. Und los geht's. Denn wenn wir da hochtigern mit einem vollen Tank, dann ist es, glaube ich, nicht verkehrt, wenn wir das mit dem hier tun. Und vor allen Dingen am Berg. Naja, ich gebe jetzt zu, vielleicht wäre es doch nicht der Richtige. Aber wir werden mal schauen, wie er sich da oben verhält, wie er sich da oben macht. Auf jeden Fall muss die Wiese gedüngt werden. Wir könnten natürlich auch mit dem kleinen Streuer da oben arbeiten. Aber wir müssen unbedingt Gülle ausbringen. Ihr wisst es. Gülle muss raus. Denn auch oben am Hof ist natürlich Gülle. Die Kühe oben am Hof machen ja auch Gülle. Wir müssen auch die Schafe füttern. Dem geht jetzt auch schon ein bisschen das Material aus. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass die mehr fressen als sonst. So. Müssen wir noch rumkommen, oder? Da machen wir erstmal die Rundumkennleuchte an, denn wir werden uns jetzt hier auf der Straße bewegen. Und dann nehmen wir die kleine Abkürzung. Sehr schön. Und in der Zwischenzeit gibt es natürlich wieder ein bisschen Neuigkeiten. Was heißt Neuigkeiten? Ich habe ja die Galgenberg wieder mal ein paar Folgen gemacht. Und da hatte ich ein bisschen eine Idee, wie wir auch da auf der Galgenberg weitermachen. Aber es war von eurer Seite aus ein kleines bisschen so die Resonanz zu hören, dass, glaube ich, die Galgenberg, ich will es mal so formulieren, wenn die Oberschwaben da ist, dann können wir eigentlich gerne die Galgenberg ad acta legen. Und da bin ich jetzt auch nicht ganz so böse oder traurig drum. Also wir werden noch 1, 2, 3 Folgen machen, mit Sicherheit. Und vielleicht dann auch noch einen kleinen Abschiedsstream von der Galgenberg. Aber wenn natürlich die Oberschwaben da ist, das haben wir schon mal gesagt, dann macht es natürlich schon irgendwo ein bisschen Sinn, nicht 2 Maps zu spielen vom guten Yogi, sondern natürlich die Oberschwaben. Und dann hier weiterhin die neue Mini-Brunnen, weil hier sind wir richtig schön weit gekommen. Und da haben wir ja auch noch ein kleines Ziel vor uns, nämlich im Prinzip hier alles abzuarbeiten. Alle Felder, alle Produktionen, irgendwann, dass uns mal das Tal gehört. Und da sind wir ja auf einem guten Weg, wenn man ja oben rechts auf unsere Finanzen schauen. Und ach du Schande, was liegt denn da noch? Ach du Schande, da sind ja noch Pappeln. Oje. Warte mal, können wir die denn ein bisschen bewegen? Nee, das ist zu schwer, gell? Ah, jetzt stehen die hier mitten im Weg rum. Ich glaube, da habe ich tatsächlich den gemieteten Anpflanzer, den habe ich dann tatsächlich, habe ich den wieder zurückgegeben, aber sind hier die Pappeln liegen geblieben. Eieieiei, habe ich total vergessen.
werden wir uns noch drum kümmern. So, wo war er stehen geblieben? Ach ja, bei der Galgenberg. Und dann haben wir natürlich immer noch unser Alteiche-Projekt vom guten Kalle. Auch da möchten wir natürlich noch ein bisschen weiterkommen. Und ich glaube, das würde dann passen, weil ja auch die Oberschwaben eher eine große Map ist mit auch größeren Feldern. Da geht mit Sicherheit mehr. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir überhaupt hier den Berg hochkommen mit dem vollen Fass. Oje, oje. Jo, und deswegen, wie gesagt, denke ich, Tendenz, sofern natürlich die Oberschwaben auch letztendlich für die Konsole kommen, das ist eigentlich wichtig. Ansonsten muss ich mir tatsächlich noch einen PC kaufen. Und dann werden wir natürlich die Oberschwaben zocken und ich denke dann eben in diesen zwei anderen Projekten noch ein bisschen weitermachen. Eben Alteiche als Stream-Projekt bei mir auf dem Kanal und natürlich Neu-Mini-Brunnen, unsere wunderschöne Map hier. Unsere Alpen-Map. So, jetzt muss ich mir überlegen, wie kommen wir jetzt da am besten, wie fahren wir am besten? Na, ich glaube, wie gehabt eigentlich. Dann fahren wir mal hier rechts hoch. Mal schauen, ob er das schafft. Ja, wir müssten eigentlich... Oje, oje. So, wenn wir erstmal oben sind. Ja, ich glaube, eigentlich wäre wohl realistischer, wenn man das überhaupt düngt, dass man das dann eben mit vielleicht doch... Kunstdünger macht. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das hier so sauber funktioniert oder ob der dann wieder Moos hat. Okay, Gülle geht raus. Sehr schön. So, wie viel nimmt er denn? 60 macht er drauf, sehr schön. Jo, da werden wir hier oben unsere Wiese natürlich hier ordentlich mit Gülle vollpacken. Und dann haben wir hier unten noch ein bisschen was zu tun für unsere Schafe. Da müssen wir uns um unsere Schafe kümmern und um unsere Kühe. Also die Arbeit geht hier definitiv nicht aus. Es gibt immer was zu tun. Wir sind im April, 16.12 Uhr. So viel Zeit haben wir gar nicht mehr, weil in die Nacht wollte ich eigentlich nicht. So, einmal hier runter und dann werden wir hier bergab und bis dahin wird dann auch hoffentlich das Güllefass ein bisschen leerer sein, damit wir wieder etwas leichter hochkommen. So, blink blink machen wir mal aus, ist nicht mehr notwendig. Bis ganz runter. Ah, jetzt hat er hier, glaube ich, Probleme mit dem Ausbringen wieder, oder? So, bis ganz runter will ich eigentlich gar nicht fahren. Ja, ich glaube, das ist schlicht und einfach für so ein Güllefass, vor allen Dingen mit Schleppschlauch, einfach zu steil und zu uneben. Da bringt es wohl eher, würde man mit einem Güllefass, das halt eben eine Spritz, ich weiß nicht, wie man das nennt, mit so einem Verteiler jedenfalls, der immer hin und her wedelt. Das wäre, glaube ich, hier deutlich günstiger. Ja, weil ich glaube, jetzt hier hat er wieder Probleme, da nimmt er jetzt gar nichts raus. Ja, jetzt auch wieder nicht, weil es hier einfach zu... Ja, ja. Das geht hier überhaupt nicht. So. Nee, nee, das müssen wir auf jeden Fall anders machen. Aber das war eigentlich auch schon fast zu erwarten. Aber nichtsdestoweniger wollen wir es trotzdem immer mal probieren. Aber ich denke, wir werden uns hier für hier oben in so ein kleines Güllefass holen und dann halt eben ausschließlich mit der Gülle arbeiten, die die Kühe hergeben. Und da müssten eigentlich jetzt auch schon über 20.000 Liter drin sein. Und dann brauchen wir eben so ein kleines Güllefass mit Spritzfunktion, mit Ausbringer.
So, hier geht's nochmal. Also hier funktionieren die Schleppschläuche noch. Ja, man kann es richtig gut sehen, wo jetzt gedüngt ist. Ja, dann machen wir das Fass jetzt noch leer. Und dann fahren wir wieder runter und ich denke, wir werden uns dann doch konzentrieren auf das Feld mit dem Ackergras und für hier oben werden wir uns eine andere Lösung einfallen lassen, um die Gülle aufs Feld zu bringen. So, dann fahren wir hier vorsichtig den Berg runter. Eingeklappt ist auch fast. So, weil jetzt schauen wir mal ganz kurz, was wir noch haben. So, was zeigt ihr denn an? 26.000 Mist. Oh, wir könnten natürlich auch mit Mist arbeiten, aber das würden wir, glaube ich, eher in die BGR bringen. Gülle 20.000, also damit können wir ohne Probleme das Feld auf jeden Fall einmal düngen. Und die Kollegen brauchen dringend Wasser, das sehe ich schon. Okay, Freunde, jetzt haben wir wieder mal die Erkenntnis des Tages, dass es halt eventuell doch nicht mit diesem Großgerät auf so einer Wiese funktioniert, sondern da muss man dann schon mit angepasstem Gerät hier fahren. Nichtsdestoweniger bedanke ich mich recht herzlich bei euch wieder fürs Zusehen. Das soll es gewesen sein, mal wieder von der neuen Mini-Brunne, unserer wunderschönen Alpen-Map. Ich sage Dankeschön und tschüss, ciao, cheerio. Bis zum nächsten Mal hier bei mir auf dem Kanal.